In diesem YouTube-Video zeige ich dir, wie du in After Effects dein eigenes professionelles YouTube-Intro ganz schnell und einfach erstellen kannst. Und es ist völlig egal, ob du Vlogger, Koch-YouTuber oder Finanz-YouTuber bist, denn es eignet sich wirklich für alle Branchen, also für wirklich alle Nischen da draußen. Gebe dem Video einen Daumen hoch, dann lass uns doch direkt eintauchen. Wir sind nun in After Effects und das ist auf jeden Fall das Intro, was wir gleich erstellen werden. Und wie du siehst, kann man das wirklich für jede Branche nutzen. Und dann lass uns doch direkt beginnen. Dazu würde ich erstmal ein neues Projekt anlegen. Datei, neu, neues Projekt. Ich erstelle jetzt eine neue Komposition. Klick einmal hier drauf, gib ein Main Comp. Ich habe hier das Full HD Format, 25 Bilder und Dauer 5 Sekunden. Klick einmal hier auf OK. Und jetzt werde ich gleichzeitig eine weitere Comp erstellen. Dazu drücke ich einmal hier drauf und gebe hier ein Bild 1. Drücke hier auf OK. Und das werde ich jetzt duplizieren. Dazu markiere ich das Ganze hier und drücke auf Steuerung D das Ganze 5-mal. 1, 2, 3, 4. Okay, doch 4-mal, weil wir 5 Kompositionen brauchen. Ich gehe hier auf Main Comp und ziehe Bild 1 hier rein. So, erstmal passiert da nichts, weil wir hier bei Bild 1 keine Bilder haben. Die werde ich jetzt importieren und ziehe mir jetzt beispielsweise ein Bild raus. Ich fange jetzt hier an und ziehe das, wie gesagt, per Drag and Drop hier rein. Das ist mein Bild. Drücke auf die S-Taste und skaliere das runter. Anhand dieser Linien kannst du dann sehen, wie weit du noch skalieren kannst. So, das ist dann hier mein Bild. Gehe auf Fenstergröße und gleichzeitig schließe ich das Ganze einmal und werde jetzt eine Einstellungsebene erstellen. Dazu mache ich einen Rechtsklick, neu, Einstellungsebene. Drück einmal auf die Enter-Taste, gebe hier ein Maske 1. So, dann klicke ich hier einmal auf Schalter und Modi und gehe hier auf bewegte Maske. Und zwar gehe ich von ohne auf Maske 1. Es passiert erstmal nichts, weil wir noch keine Maske erstellt haben. Ich klicke einmal hier auf Maske 1 und wähle hier mein Zeichenstiftwerkzeug aus und ziehe mir jetzt eine Maske. Genau, ich habe mir eine Maske erstellt, zoome jetzt etwas rein mit dem Mausrad und versuche das Ganze so klein wie möglich zu machen. Und das bei der anderen Seite auch. Genau. Dennoch sieht man eine ganz dünne Linie. Ich klicke einmal hier auf Maske 1, drücke einmal auf die MM-Taste, das heißt zweimal auf die M-Taste und gehe hier unter Maskenfahrt und Maskenausweitung. Bei den beiden aktiviere ich die Stoppuhr. Bei Maskenausweitung gebe ich ein minus 3 Pixel. Und durch diesen minus 3 Pixel Wert sieht man diese Linie nicht mehr. Aber ein paar Frames weiter gehe ich hier auf 3 Pixel. So, das heißt, man sieht den nicht. Danach sieht man den. Anschließend gehen wir her und gehen zur Sekunde 1 und werden jetzt diese Maske einmal animieren. Dazu klickst du einmal auf Maskenfahrt und zoomst etwas rein mit deinem Mausrad und ziehst nun die erste Maske etwas runter. Das gleiche machst du auf der anderen Seite auch. Ziehst den etwas runter, zoomst raus und markierst nun beide. Dazu klicke ich einmal hier auf den unteren und drücke auf die Shift-Taste, also auf Umschalt, drücke einmal hier drauf, ziehe das etwas runter. Und jetzt drücke ich nochmal auf die Shift-Taste und kann das ja parallel runterziehen. Markiere die beiden, mach einen Rechtsklick, Keyframe Assistenten und Easy Ease. Klick einmal auf den Diagramm-Editor und markiere den hier, ziehe den nach links, mach den wieder zu und das Ganze sieht erstmal so aus. Als nächstes gehen wir dann her und duplizieren das Ganze. Ich markiere mir die beiden, drücke auf die Steuerung und D-Taste und habe das Ganze jetzt erstmal dupliziert. Und hier ist es sehr wichtig, ich drücke auf die Maske 2-Ebene, drücke auf die U-Taste. Und wie du siehst, geht meine Maske auch hier runter und das wollen wir nicht. Deswegen, wir gehen hier zu diesem Keyframe und markieren die beiden Punkte und mit der Shift-Taste, also mit dem Umschalt, wieder nach oben. Das Ganze sieht erstmal so aus.
Super, das ist die Animation, die wir haben wollen. Jetzt fehlt uns eine Bewegung bei den Bildern. Deshalb gehe ich jetzt hier zu Beginn, drücke hier einmal auf Bild 1. Wir fangen hier unten an, drücken auf die P-Taste für Position, aktivieren die Stoppuhr und diesen Keyframe, den verschieben wir ja, zu Sekunde 1 und skalieren etwas hoch. Das gleiche machen wir hier auch bei Bild 1, drücken auf die P-Taste, aktivieren die Stoppuhr, verschieben den nach hinten und diesmal aber nach unten. Und das Ganze sieht so aus. Genau. Sieht eigentlich sehr nice aus, aber wie du siehst, sind hier schwarze Balken, sowohl oben als auch unten. Und das können wir ganz leicht wegfiltern, indem wir auf die S-Taste drücken zum Skalieren und geben einen Wert von 106 beispielsweise. Das gleiche hier auch. Skalierungswert von 106. Drück auf die 0-Taste zum Rendern. Wow. Sieht sehr nice aus. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Auch hier, wenn wir auf die P-Taste drücken und hier auf die P-Taste, können wir das Ganze auch mit Easy Ease markieren. Dafür Rechtsklick Keyframe Assistenten und Easy Ease. Hier auch Rechtsklick Keyframe Assistenten und Easy Ease. Bams. Das sieht richtig cool aus, finde ich. Und mit der U-Taste kann ich das Ganze einmal ausblenden. Drück nochmal auf die 0-Taste und habe hier meine erste Animation. Wir werden jetzt das Ganze duplizieren. Dazu werde ich jetzt hier Bild Nummer 2 importieren. Mache ich jetzt mal. Ich gehe auf Bild 2, packe mir den ganz nach oben und verschiebe den ja bis hierhin. Und werde jetzt hier das Ganze auch nochmal duplizieren und werde Maske 1 und Maske 2 duplizieren. Dazu markiere ich die beiden, drücke auf die Steuerung und D-Taste und verschiebe das nach oben. So, Maske 3 packe ich einmal runter und Maske 4 gehört dann zu Bild 2. Und ich markiere die beiden, verschiebe die nach hinten und schon habe ich hier meine erste Animation und meine zweite Animation, die ich jetzt animieren werde. Doch vorher möchte ich dir noch kurz zeigen, dass wenn du die hier alle markierst beispielsweise und einmal hier auf die Farbe drückst und sagen wir mal gelb, dann hast du, da weißt du ganz genau, dass diese vier Ebenen zu dieser Animation gehören. Und wenn du hier die alle markierst, auf Steuerung, Umschalt und D drückst, das Ganze trimmen kannst. Ich finde das sehr nice. Okay, wir machen weiter. Und zwar siehst du, dass hier unter bewegte Maske nichts ausgewählt ist. Das heißt, zu Maske 4 gehört einmal Alpha Maske 4 und zu Maske 3 gehört immer Alpha Maske 3. Es passiert nichts, ja, wie denn auch, wir haben ja noch nichts animiert. Und vor allem bei Bild 2 ist nichts vorhanden. Ich mache einen Doppelklick in Bild 2 und importiere mir jetzt ein weiteres Bild, beispielsweise dieses Fitness hier, Fitnessbild. Drück auf die S-Taste, skaliere runter. Wenn ich zu schnell bin, schreibt es unbedingt in den Kommentaren. Das ist mir mega wichtig, dann werde ich demnächst etwas langsamer machen. So, und wie du siehst, habe ich jetzt hier schon meine zweite Animation. Und wie du auch siehst, wie du sehr schnell erkennen kannst, sind das sehr scharfe Kanten. Dazu drückst du einmal auf die Schalter- und Modi-Taste und kannst hier unter Bewegungsmaske bei allen Einstellungsebenen, das merkst du sofort, die Bewegungsunschärfe aktivieren und das Ganze wird jetzt viel flüssiger. Bei der zweiten Animation werden wir nur eine Maske bearbeiten und zwar die obere Maske. Dazu drückst du auf die M-Taste und wie du siehst, haben wir auch hier die Animation. Ich werde jetzt meinen ersten Keyframe löschen, gehe hier hin und werde hier meine beiden Maskenpunkte einmal anwählen. Dazu klicke ich einmal hier drauf und auf die Umschalttaste und werde die nach oben verschieben. Dazu drücke ich einmal hier drauf und drücke auf die Umschalttaste. So, das Ganze sieht jetzt so aus und werde hier, du siehst das selber, da fehlt noch etwas Material, werde die hier erweitern und auch hier siehst du, haben wir eine sehr schöne Animation. Auch hier können wir unser Bild animieren. Dazu gehe ich auf die P-Taste, P für Position und kopiere mir das einfach hier raus.
Das heißt, ich drücke auf die P-Taste. Mega wichtig, mit der blauen Linie hier ganz nach vorne. Drücke auf Position, Steuerung und Copy. Und hier wirklich zu Beginn gehen. Und unter L2 Position, Copy und Paste. Auch hier, Copy und Paste. Bams. Und so habe ich das bei den anderen Animationen auch gemacht. Und das sind wirklich so hier die Basics dieser Animation. Und wenn du auch nochmal Texte hinzufügen möchtest, ist das mega einfach. Du gehst einfach hier zu Bild 1 kommen, gehst hier auf Steuerung und T, tippst hier ein Finanzen und richtest das Ganze einmal aus. Horizontal und vertikal. Vertikal und horizontal. Und kannst beispielsweise hier auf Überlagern gehen. Gehst in die Main-Com zurück und schon hast du automatisch eine, wow, das sieht richtig gut aus, eine heftige Animation. Und hier gehst du auch zu Bild 2, gibst hier ein, du kannst sogar hier per Copy und Paste von Bild 1 Comp, Steuerung und C, einfach hier einfügen, gelb, gut, vielleicht erkennt man das nicht so gut, aber ist ja kein Problem, wir können auch mit der Deckkraft spielen, genau. Und sagen hier Fitness. Gehen hier zum Main-Com zurück, lassen das einmal rendern. Und so kannst du wirklich dein eigenes YouTube, also ein wirklich ein professionelles YouTube-Intro erstellen. Solltest du es doch nicht hinkriegen oder dieses Tutorial war zu kompliziert für dich, dann kannst du die Vorlage kostenlos herunterladen. Dazu klicke auf den Download-Link in der Videobeschreibung. Und als Dankeschön würde ich mich über einen Daumen hoch und über ein Abo sehr freuen. Dann bedanke ich mich, dass du das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Abonniere diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviere auch gleichzeitig die Benachrichtigungsglocke. Schau dir unbedingt die beiden anderen Tutorials an und schalte wieder ein, wenn es heißt MediaBox Tutorials. Ciao!